Der spanische Erstligist Betis Sevilla hat wenige Stunden nach dem 2:0-Erfolg zum Saisonabschluss bei Rekordmeister Real Madrid die Zusammenarbeit mit Trainer Quique Setién beendet. Der ZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live. Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige, denn als Tabellenelfter hatte Betis die Spielzeit in La Liga schlechter beendet, als es sich die Clubbosse erhofft hatten. Die anvisierten Europacup-Ränge wurden damit deutlich verfehlt. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Deshalb feierte Boateng nicht mit Fußball, Bundesliga. Pizarro kündigt Karriereende an. Fußball, La Liga. Bale, Abschied durch die Hintertür. Eishockey WM live auf Sport 1. Verpasster Kube. Flügel DEB Team Fußball 2. Bundesliga. Union Ergebnis verwirrt Paderborn. Als Nachfolger für den 60-Jährigen wird unterdessen der Niederländer Philipp Cocu gehandelt. Let's Block Let's. Why?